zurück beeindruckt dem Pressetalk und wir reden über den 1. Mai und Herr Verhoeven hat eben schon angefangen, dass es natürlich auch ein Volksfest ist. Sie sagen, da könnten gut und gerne morgen 100.000 auf dem Maifest sein. Also insgesamt auf der Straße würde ich schon glauben, dass, wenn man das mal so zusammenzählt, die ganzen Veranstaltungen, das sind schon viele, hängt ein bisschen vom Wetter ab, wie es immer so ist. Ja. Also natürlich ist das jetzt kein Tag, wo der normale Mensch jetzt irgendwie sozusagen, aber trotzdem sind es viele, es sind schon viele Leute. Und da marschiert dann so eine Kolonne durch, unangemeldet. Naja, das ist aber die letzten Jahre auch schon so gewesen. Ja, es gibt immer den Versuch von den Anmeldern oder dieses Jahr ja auch nicht Anmeldern dieser revolutionären 18 Uhr Demonstration irgendwie auf dem Maifest langzulaufen. Weil das Maifest war natürlich vor ein paar Jahren eine Aktion, um das zu verhindern, dass die Uranien Straße, das war ja sozusagen die Symbolmeile, wo man auf jeden Fall durch musste und da irgendwie Scheiben einschmeißen musste, war ganz früher und das hat sich dann so ein bisschen verlagert. Jetzt ging es darum, letztes Jahr sind sie losgelaufen vom Oranien, nee, sie sind losgelaufen, sie sollten eigentlich vom Moritzplatz loslaufen, sind dann aber schon vom Oranienplatz losgelaufen, haben also irgendwie 150 Meter Maifest-Terrain noch belaufen. D'accord, da haben die Polizisten gesagt, dann macht das eben, ist Urreal, dann ist das so, dann liefen da ein paar Leute los. Ja, vor ein paar Jahre, zwei, drei Jahre her, gab es tatsächlich den Versuch, durch die ganze, das Fest zu laufen. Die blieben dann irgendwann stecken, tatsächlich einfach so, weil die Leute, die kennen es ja auch, die Leute, die da hingehen in der Regel, also jedenfalls die dort Locals sind, die wissen das, wie das läuft. Und dann macht man ein bisschen Gasse. Also es war nicht so, dass daraus sich eine fürchterliche Konfrontation ergeben hätte zwischen den Festbesuchern und den Leuten, die jetzt da unbedingt durchdemonstrieren mussten, dass das alles ein bisschen kritisch war, einfach wegen der Masse und wegen der Drängelei, die da entsteht. Aber die Polizei, muss man ja auch mal sagen, hat wirklich in den letzten Jahrzehnten unglaublich dazugelernt, wie man mit solchen Situationen umgeht. Also am Anfang waren sie eben wirklich bei allem, dass sie nicht vielleicht die Auslöser waren von irgendwelchen Sachen, aber sie haben sich auch saublöd benommen. Also eine offene Feldschlacht mit Knüppeln und Wasserwerfern, da denkt heute noch nicht mal mehr jemand dran. Und das ist sehr hilfreich für die ganze Pazifizierung. So gewollt, nicht? Diese Konfrontation. Es war auch nicht schlauer, die waren auch nicht schlauer, sie wussten nicht besser, wie man es macht. Ich habe das damals auch mitverfolgt, möchte es bestätigen. Aha, also, war die Polizei also wirklich oft auch sehr provokant. Ich möchte aber auch noch eine Antwort geben auf die Frage, ob der 1. Mai eher ein Tag der Arbeit ist oder eher ein Tag der Chaoten ist. Ich glaube, für die meisten Menschen ist einfach ein willkommener, freier Tag. Und denen ist egal, ob es jetzt der Tag der Arbeit ist oder also ein bisschen der Tag der Chaoten. Politisches Bewusstsein sollte doch noch dabei sein. Ja, das ist so ungefähr wie mit den kirchlichen Feiertagen. Das ist ganz realistisch. Für die meisten Leute ist das ein willkommener, freier Tag, würde ich einmal sagen. Und ich möchte auch noch kurz zum Kollegen Stohlschneider sagen, die Berechtigung, dass man an einem Tag so richtig revolutionär einiges, ja nicht unbedingt kaputt schlägt, aber sozusagen Fundamentalkritik übt. Man könnte sich auch politisch engagieren, wenn wir nicht in einer Diktatur leben, sondern in einer Demokratie, nicht einmal in einer Präsidialdemokratie, sondern in einer Demokratie könnte man auch an der Wahlurne praktisch schon mal die Sau rauslassen. Und müsste nicht so in Kreuzberg herumschlagen. Na gut, nun ist es ja so, ich weiß ja nicht, wie viele Leute, die an diesen Demonstrationen, die das Rubrum revolutionär tragen, dann auch wählen gehen. Das kann ich nur vermuten. Es gibt ja auch eine durchaus berechtigte linke Haltung, die sagt, dass mit den Wahlen, da sind die Positionen, stehen eben nicht zur Wahl. Also selbst die Linkspartei oder die Grünen, die ja auch so ein bisschen aus dem Kreuzberger Biotop kommen, kann man ja nun nicht mehr als besonders radikale Kritiker der Verhältnisse bezeichnen. Insofern mag diese Symbolik schon richtig sein. Zu dem Feiertag, da finde ich, ist ein ganz, ganz interessanter Punkt drin. Natürlich geht heute verglichen mit den 50er Jahren oder mit der Anfangszeit des 1. Mai gehen viel, viel weniger Beschäftigte auf die Straße, um ihre Rechte zu kämpfen, um soziale Verbesserungen, um höhere Löhne. Dahinter verbirgt sich aber ja nicht nur ein Erlahmen dieser Bewegung, sondern ja gleichzeitig auch der Erfolg sozialdemokratischer Verbesserungen. Ich meine, der 1. Mai, da ging es anfangs um Frauenwahlrecht, die Leute mussten zwar noch 12 Stunden arbeiten, da ging es einfach um elementare Rechte für Beschäftigte, die gibt es jetzt. Der 1. Mai hat auf eine kuriose Art und Weise dazu beigetragen, den Kapitalismus demokratischer zu machen, besser zu machen. Die Tatsache, dass demonstriert werden kann, ist ja auch schon mal ein Zeichen dafür. Ich meine, man muss die linken Bewegungen in der Türkei mal fragen, was sie am 1. Mai dürfen, nämlich gar nichts mehr. Und das schon sehr, sehr lange. Also insofern mag das Feiern selber zwar zunächst mal den Eindruck machen, dass es so ein bisschen in Richtung Erlahmen, Befriedung, Bockwurstfest des DGBs am Brandenburger Tor sich entwickelt hat. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, das, was erreicht worden ist. Aber wo bleibt denn da Ihr radikaler Protest gegen den Kapitalismus?
Der radikale, also der Kapitalismus ist ja noch da. Und es gibt, finde ich, eine begründete Haltung, die sagen kann, es gibt bestimmte soziale Verbesserungen, bestimmte ökologische Ziele, bestimmte auch Gerechtigkeits- und Solidaritätsziele, die unter kapitalistischen Konkurrenzverhältnissen eben immer wieder ihre Schranken finden. Und deswegen gibt es eine, wie ich finde, sinnvolle Position, auch den Kapitalismus kritisch zu sehen. Müssen dann die Gewerkschaften nicht und die Sozialdemokraten und die Linkspartei nicht sagen, wir müssen mal den Volksfestcharakter rausnehmen und mal wieder ein bisschen doch radikaler werden in unseren Forderungen und Darstellungen? Nun ist es ja tatsächlich, der Kollege sagt es schon, ein bisschen, also die Linkspartei regiert in Berlin, ja, was wollen sie denn noch haben? Also es ist ja also jetzt irgendwie die Verhältnisse radikal in Frage zu stellen, wenn man im Dienstwagen im Senatorenbüro fährt, ist ja ein bisschen kompliziert. Also es ist ein Widersinn, den es natürlich, der damit nicht, der passt dann nicht zusammen mit einem radikalen, ich gehe auf die Straße und finde die ganzen Verhältnisse irgendwie komisch. Das ist ja so, dass die Erfolg oder das der Dilemma, je nachdem, dieser aus der Linken kommenden Bewegung, ob die dann noch links sind oder nicht, kann man sich wahrscheinlich drüber streiten. Das ist ja, es gab letztes Jahr ja tatsächlich, dieses Jahr weniger, aber letztes Jahr gab es eine sehr ausgeprägte Debatte über den politischen Charakter gerade des Maifestes, weil es gab Ärger wegen Sicherheit und kann man das überhaupt noch machen und alles nur Kommerz und die Anwohner oder sehr viele Anwohner sind sehr genervt von dem Ding, was auch klar ist. Aber jemand stelle sich vor, dass vor der eigenen Tür, da muss man weder politisch noch sonst irgendwie sein, deswegen um das doof Frage, zu finden. Ja. Muss es nicht wieder politischer werden? Naja, ich sag ja, es gab letztes Jahr in der Tat davor diese Diskussion und es gab Veränderungen. Also jeder, der da regelmäßig war, hat das natürlich wahrgenommen. Natürlich gibt es immer noch Musik und sowas alles. Es waren auch immer irgendwie eher so linke Bands. Es gab immer zwischendurch irgendwelche Ansagen, da, so, die irgendwas gefordert haben. Es gab das bei den Migranten-Communities, bei den Bühnen wurden Sachen also proklamiert und all sowas. Also das ist jetzt nicht irgendwie das Reichsstraßenfest. Ja? Das ist anders. Also das muss man einfach sagen. Jeder, der das kennt, wird das bestätigen können. Und die Frage, soll man da jetzt ein Fest veranstalten? Natürlich war dieses Fest die Idee einer Befriedungsstrategie. Die kam allerdings aus dem Kiez raus. Das ist ja nicht, die Polizei war natürlich sehr froh, die Politik auch. Mensch, da haben Leute eine Idee, wie man dieses Ritual, was sich tatsächlich auch auf einen Ort bezogen hat, irgendwie aufbrechen kann. Im selben Zusammenhang hat die Szene sich ein bisschen erweitert und ist dann auch mal irgendwie in Ostberlin rumgelaufen und in Neukölln und so, weil sie sagen, naja, in Kreuzberg sind die Kämpfe. Kreuzberg hat die höchsten Mieten mittlerweile von ganz Berlin, was ein Grund für den Kampf ist, aber natürlich auch ein, also der Nachwuchs sozusagen aus der dortigen Gegend ist natürlich etwas reduziert dadurch. Ne? Zwischendurch gab es dann mal die Zeit, wo die Krawallkids, die türkischen Nachbarkids da irgendwie massiv dabei waren. Das hat sich auch wieder ein bisschen gelegt, weil da auch irgendwie die Community, und die haben auch gemerkt, hey, da gehe ich richtig in den Knast, wenn ich da erwischt werde beim Steine schmeißen. Ja, also das Landfriedensbruch ist jetzt keine ganz einfache Sache und die Polizei ist wieder mal klüger geworden. Die kriegen solche Leute nämlich oft und gerade die Mitläufer. Die gucken sich das genau an, Kameras etc., dann kommen 10 starke Jungs in die Masse rein und greifen die Leute relativ beweissicher raus. Und das führt natürlich dazu, dass man sagt, vielleicht lasse ich es lieber. Ne? Also deswegen hat sich der Charakter doll verändert. Dann hat es ja funktioniert, zumindest von Polizeiseite. Aber dann ist es doch irgendwie langweilig geworden, der 1. Mai in Berlin, oder? Ich meine, ja, wo sich schon 87 also dabei war. Wenn 87 direkt war ich noch nicht dabei, aber kurz drauf, ja, da haben auch noch genug Autos gebrannt. Bekennen Sie mal. Aber wenn man jetzt zum Beispiel anreisen würde, um etwas erleben zu wollen, dann kann sein, dass es langweilig ist, ja, und nicht mehr so prickelnd gefährlich. Ja. Kann schon sein, dass es langweilig ist. Also das sind massenweise zum Gucken, Besucher auf dem Maifest unterwegs, aus allen Herren Ländern. Aber nicht, um zu demonstrieren. Ich glaube nicht, dass die jetzt in erster Linie sagen, ich schmeiße jetzt Steine. Und außerdem, selbst wenn sie demonstrieren, schmeißen sie da lange keine Steine. Also das muss man ja mal sagen. Von den 10.000 Leuten, die da mitlaufen, sind maximal ein paar hundert so, die da sagen, ich mache hier irgendwie Aktion. Herr Stroscher, das muss ich doch eigentlich traurig machen. Der ganze revolutionäre Elan findet sich nur noch in ein paar Artikelchen irgendwo. Das ist übrigens ein interessanter Hinweis, es ist dieses Jahr vielleicht nicht so, aber es gab auch schon Jahre, da war die Krawallerwartung in den Zeitungen höher als bei denen, die zur Demonstration gegangen sind. Das ist zum Glück auch vorbei, da sind auch ein paar Leute klüger geworden, was ja auch zu begrüßen ist. Bin ich traurig, dass es nicht mehr knallt. Also zwei Sachen vielleicht dazu. Die erste Sache ist, es hat der radikalen Linken politisch nicht immer viel gebracht, wenn es besonders geknallt hat. Ich meine, am Ende hast du eine Debatte, die sich da, also schon allein die Bilderproduktion, die Tagesschau am Abend oder RBB oder irgendwas, TVB wird ja vielleicht auch berichten, die zeigen dann eine brennende Mülltonne. Aber was eigentlich an politischen Forderungen dort diskutierbar auf die Straße gebracht wird, darüber redet keiner. Also insofern war es, kann man auch immer darüber streiten, ob jetzt ein krawalliger 1. Mai so viel Surplus für die radikale Linke gebracht hat. Der zweite Punkt ist,
Sowas wie der 1. Mai ist ein Ausdruck auch der jeweiligen Konfliktlagen in Gesellschaften. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel stärkere Auseinandersetzungen hätten in den Betrieben um Löhne, kann man ja im europäischen Maßstab sehen, es gibt ja relativ viele Gründe zu sagen, Binnennachfrage müsste besser sein, viele prekäre Beschäftigte, befristete Jobs und so weiter und so fort. Diese Leute gehen nicht auf die Straße. Da gibt es relativ wenig Unruhe, also im positiven Sinne. Wenn die sozialen Konflikte schärfer wären, wäre wahrscheinlich auch mehr beim 1. Mai am Brandenburger Tor, beim DGB los. Denn die paar Tausend sind natürlich in der Hauptstadt für einen Gewerkschaftsdachverband jetzt auch nicht gerade ein Ausweis besonderer Mobilisierungsfähigkeit, muss man auch mal sagen. Und wenn man sich dann den Aufruf vom DGB dieses Jahr auch durchliest, da stehen ja viele, viele gute Sachen drin, aber das kommt natürlich auch ein bisschen muttlig rüber. Da ist auch, gibt's mehr oder weniger. Also nochmal, es ist alles ein bisschen erlahmt. Naja, ich würde schon sagen, die Verhältnisse rufen eigentlich nach ein bisschen mehr Bewegtheit in der Gesellschaft. So, und wir haben das nicht. Wir haben eher ein problematisches Tendieren, wo Unzufriedenheit sich Richtung Rechtsaußen zeigt. Das ist ein riesengroßes Problem. Das wird im Übrigen auch bei den 1. Mai-Veranstaltungen in diesem Jahr im Bundesgebiet eine relativ große Rolle spielen. Irgendwelche AfD-Truppen. Wir hatten in den vergangenen Jahren teilweise Angriffe von Neonazis auf DGB-Demonstrationen, unter anderem in Thüringen. Das ist dann schon natürlich eine Dimension, die wir bei allem, wenn wir über Krawalle reden, auch nicht vergessen können. Aber klar, mir würde es schon besser gefallen, wenn mehr Unruhe in der Gesellschaft mit sinnvollen, vernünftigen Argumenten für eine Verbesserung da wäre. Darüber wollen wir gleich nochmal nach einer kurzen Pause weiterreden. Wie viel Unruhe verträgt denn diese Gesellschaft und welche Unruhe dürfen wir denn entfacht haben wollen? Ich bin da mir nicht so sicher. Sie haben wieder da so ein Reizwort in die Debatte geworfen. Darüber reden wir nach der kurzen Pause weiter. Wir sind dann gleich wieder da.